Die Zeugen aus Kim Jong-ils Reich dürfen nicht öffentlich aussagen, aus diplomatischen Erwägungen. Aber Cooper will, dass die Welt erfährt, dass es Gaskammern in Nordkorea gibt. Zusammen mit zwei Mitgliedern des christlichen Klerus hielt ich eine Pressekonferenz ab. Es waren etwa 20 Journalisten da und eine Zeitung brachte eine 3- oder 4-Zeilen-Meldung. Das war alles. Dem Rest der Journalisten wurde wahrscheinlich vom Staat gesagt oder wie immer das dort funktioniert, wir wollen nicht, dass das veröffentlicht wird. Es gab einen Artikel in der Washington Times auf der Titelseite. Ehrlich gesagt, ich war sehr schockiert, dass das nicht Schlagzeilen weltweit machte. Schockiert, traumatisiert. Für Rabbi Cooper ein verstörendes Déjà-vu. Ein totalitärer Staat mit glitzernder Oberfläche und einem Terrorsystem hinter den Kulissen. Eine Weltöffentlichkeit, die nicht glauben kann oder will, was sie erfährt. Falls sie überhaupt etwas erfährt. Washington, Mai 2009. Eine Handvoll Überlebende der nordkoreanischen Gulags demonstriert vor dem Holocaust Museum. Wir stehen aus symbolischen Gründen vor dem Holocaust Museum. Als die Alliierten die Konzentrationslager in Deutschland befreiten und die schrecklichen Dinge sahen, die dort geschahen, versprachen sie nie wieder. Aber Tatsache ist, es gibt Gulags in Nordkorea, die Todeslager sind. Lager wie Jodok, in dem Regimegegner zu Tode gebracht werden und in dem es Gaskammern gibt. Ein deutsches KZ. Es sind nicht nur die Bilder, die sich ähneln, auch die Umstände. Als die alliierten Truppen die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager befreien, treffen sie auf eine kaum beschreibbare Realität. Auf Erscheinungsformen einer eiskalten Bösartigkeit. Opfer in unvorstellbarer Zahl. Und Menschen, die nicht fassen können, dass sie überlebt haben. Eine Wirklichkeit, die den einfachen Soldaten, aber nicht der Führung der Alliierten, unbekannt war. Bomber und Aufklärer hatten die Lager fotografiert, Spezialisten die Bilder ausgewertet. Eine Erkenntnis ohne Konsequenzen. Es gab eine politische Entscheidung der Alliierten. Die Juden zu retten, hatte keine Priorität. Es ist mittlerweile gut dokumentiert, dass die Fabriken um Auschwitz herum bombardiert wurden. Aber die Gaskammern, von denen die Alliierten wussten, die sie aus der Luft fotografiert hatten, die Gaskammern wurden verschont. Im Bombenhagel auf das Nazireich gab es keinen einzigen Luftangriff auf Bahnlinien zu KZs. Kein Bombardement ihrer Krematorien, um die Todesmaschinerie zu unterbrechen. Der Grund? Die Lager waren militärisch unbedeutend. Die alliierten Generäle sahen ihre Hauptaufgabe darin, den Feind zu besiegen. Wir machen die Nazis fertig und damit retten wir die Juden. Bis ein paar Leute in die USA kamen und sagten, wenn ihr noch länger wartet, gibt es niemanden mehr, den ihr retten könnt. Die Nazis wollten die Gefangenen der KZs nutzbringend ermorden, durch Todarbeiten oder Menschenexperimente. Um festzustellen, wie lange ein Mensch in Eiswasser überlebt, um Medikamente zu testen, um den Höhentod von Flugzeugbesatzungen zu verstehen. Das System ermöglichte Akademikern wie Dr. Josef Mengele mörderische Wissenschaft. Die Erprobung von Giften und schlichte Perversion. Das Sammeln von Tätowierungen ihrer Opfer oder die Herstellung von Schrumpfköpfen. Die Wissenschaftler und Ärzte konnten praktisch machen, was sie wollten. Sie konnten Gott spielen. Funde aus dem KZ Buchenwald. Solche Präparate sind noch lange nach Kriegsende in deutschen Universitäten verwendet worden.
Josef Mengele schickte an der Selektionsrampe in Auschwitz arbeitsunfähige Menschen sofort in die Gaskammern. Für seine Experimente suchte er nach Zwillingen, Zwergen, Sinti und Roma. Er wollte mit seinen Forschungsergebnissen habilitieren. Was genau er untersuchte, ist teilweise bis heute geheim. Einige seiner Opfer, die unter Spätfolgen leiden, versuchen noch immer herauszubekommen, welche Substanzen ihnen verabreicht wurden. In Dachau untersuchten Mediziner in Unterdruckkammern an sowjetischen Kriegsgefangenen mitleidslos und akribisch die Auswirkungen von Flügen bis in die Stratosphäre. Diese Experimente wurden 1946 in den Nürnberger Prozessen verhandelt. Der Bericht beschreibt die Reaktion des Opfers. Krampfhafte Zuckungen, terminale Atmung, ständige Krämpfe und Stöhnen, lautes Schreien, verkrampfte Arme und Beine, grimassiert, beißt sich in die Zunge, zeigt Erscheinungen völligen Wahnsinns. Aber es gab Todesärzte, die niemals zur Verantwortung gezogen wurden, die nicht einmal fliehen mussten. Gaskammern in Nordkorea, Menschenexperimente in der Sowjetunion, Drogenversuche in der CSSR. Die Menschenexperimente in den kommunistischen Staaten sind weitgehend unerforscht. Schreckliche, schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und welche Reaktion ruft es hervor? Schweigen. Die Medien schweigen, internationale Organisationen und die Regierungen schweigen. Es gab kein ZDF, kein CNN, keine BBC und kein Internet in den 30er Jahren, als Stalin die Gulags errichtete. Das Gleiche gilt für die deutschen Vernichtungslager der 40er Jahre. Wir haben keine Ausrede mehr.